Vor langer, langer Zeit war der Planet noch gar nicht ganz so weit. Tja, genau so starten wir in die nächste Folge. Ich hoffe, wir haben den Meteoritenanschlag irgendwie überstanden. Also wir auf jeden Fall, weil wir stehen ja noch. Ich habe keine Ahnung, was uns da jetzt alles beschert wurde an tollen Rohstoffen. Aber ich nehme an, das Übliche halt. Wie die jetzt mal vermuten. Keine Ahnung, Eisen könnt mal gerne mal einpacken, weil ich wollte ja eigentlich Treppen machen. Mir soll es recht sein, dass hier wieder ein bisschen was Neues runterkommt. Aber unterm Strich natürlich wollten wir uns in erster Linie jetzt um eine Rakete ins All kümmern, die uns Uran bescheren wird. Weil das ist nur so ein Rohstoff, den wir noch nicht wirklich irgendwo gefunden haben, tatsächlich. Darum. Okay, gut, gut, gut. Zweisen. Ja, okay, also die Meteoriten haben eigentlich so immer das Übliche hinterlassen, sage ich jetzt einmal, die Standardrohstoffe. Nichts Außergewöhnliches. Aber das passt schon. Haben wir wenigstens wieder in der Umgebung ein bisschen was zum Einsammeln. Bin ich nicht unglücklich. Die Abstände scheinen auf jeden Fall größer zu werden. Ich dachte schon, es gibt keine Meteoriteneinschläge mehr, weil der letzte ist schon lange, lange her. Umso schöner finde ich dann doch, dass es doch nochmal passiert ist. Muss ich mal schauen, wie ich das mit der Treppe mache. Muss bestimmt nur ein Stück vor hier, ja. Kann ich das doch, kann ich. Das war blöd. Kann man da eigentlich nicht mehrere Blöcke setzen, ohne dass ich da jedes Mal reingehen muss? Das nenne ich mal an Abgang, was? Nur das Eisen aus. Und der Sauerstoff. Huch! Ja, ja, kritisch. Kritisch ist toll. So, perfekt. Wir schnappen uns mal ein Raketentriebwerk. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich noch mit brauche. Also, ich brauche bestimmt Superlegierungen mit. Ich brauche sicher Uranstäbe oder irgendeinen Schrott mit. Wir gehen was trinken noch. Haben wir ja auch hier. Brauchen wir auch nicht aus dem Inventar nehmen. Das ist auch super praktisch. Und schauen wir mal, was wir hier anrichten können, bevor wir mit der Treppe weitermachen. Wir sind ja multifunktionell. Ist das hier Alu? Finde ich gut. Ist da hinten auch Alu? Ich sehe das doch. Ich sehe das doch, dass das Alu ist. Jawohl. Ihr wisst ja, Alu darf man nicht liegen lassen. Pro-Tipp, definitiver Pro-Tipp. Gut, und zwar die würde man gerne machen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die Asteroiden-Anziehungsrakete toll klingt. Ich nehme an, das wird halt auch so ein Meteoritenhagel sein, der halt jetzt einmalig da runterprasselt und uns irgendwie mit Uran versorgt. Ich vermute es halt. Da wir es aber nicht wissen,
können, bleibt uns nichts anderes übrig, als wie, dass wir das probieren. Und wir machen das auch. Ich weiß dann weder natürlich, wie viel uns das beschert, weil man, es wird jetzt dann nicht dauerhaft Meteoriten darunter fetzen. So, Leute, geht's in Deckung. Ah. Okay. Ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich gestehen. Also ich kann jetzt dieses Ding nicht irgendwie aktivieren oder so. Es steht halt jetzt mal hier. Schön. Das freut mich sehr. Mächtige Rakete. Ein mächtiges Teil, definitiv. Die IKI sind dabei. Was soll denn das? Okay. Das Essen tut, was es soll, nämlich wachsen. Triebwerk, Jetpack. Hier ist Jetpack T1. Brauchen wir noch einen... Scheiße. Wir brauchen noch ein Triebwerk für Raketen und... Dafür wiederum brauche ich einen Iridiumstab und darum, da so einen habe ich nicht mehr. Aber wir können neu machen. Okay, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Wir müssen später wieder irgendwann Iridium sammeln gehen. Uran und Superlegierung. Einmal Superlegierung, zweimal Uran. Ich hoffe halt auch, dass es Uran droppt hier jetzt. Jetpack T1. Dafür brauchen wir zwei Triebwerke, einmal Titan. Gott, jetzt bin ich echt aufgeregt. Wir haben ein Jetpack. Wir haben ein Jetpack und wir können das gleich upgraden zu T2, nämlich mit Superlegierung Schwefel, Osmium, Alu. Superlegierung. Hoppla. Schwefel. Osmium, glaube ich, waren zwei, ne? Und Alu. Über eins. Geil! Ermöglicht das Fliegen in der Luft und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Antrieb plus 170. Zack, lege an die Kacke. So, wie funktioniert das? Ich will fliegen. Hat es unendlich Antrieb? Oder geht mir da immer der Tank aus? Oh, wie... Was ist denn das? Oh no. Es bildet sich Wasser. Ach du Scheiße. Es bildet sich Wasser hier. Ja. Hört ihr das Plätschern? Es ist soweit, Adelheid. Warum? Aber das. Warum steigt denn das Ding nicht? Ich will nur nach oben fliegen.
Warum komme ich denn nicht hoch? Also manchmal geht es mehr, manchmal weniger. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, ich glaube, wir bekommen ein dezentes Problem. Jetzt kommt der Punkt, wo ich echt nervös werde. Ich habe so viel Luimmer nicht gebaut, was ich eigentlich die ganze Zeit schon bauen will. Komme ich gerade drauf. Eisen, ja. Ei. Oh. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Rakete? Wann startet die denn? Muss ich die zünden von da oben? Ich frage jetzt nur mal, bevor sie absauft, ne? Apropos, bevor sie absauft, was sagt denn eigentlich unser... Bis zu sehen, da haben wir eigentlich nur Zeit. Aber das ist das, was gemeint war mit flüssiges Wasser. Also es bildet sich inzwischen bereits kleine Lacken und das mit den Seen kommt als nächstes. So. Dingensrakete. Was mache ich mit dir? Ich meine, wenn du nur hier stehst, zu Zierde... Oh, Rakete starten! Oh no! Soll das so sein? Das ist wohl keine Schlechtwetterrakete, wenn ich mir das so ansehe. Ja, und nun? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt behaupten können, wir haben eine Rakete gestartet. Was genau war... Was? Kein Objekt zum Abschluss verfügbar. Mhm. Aber vielleicht können Sie mir mal aufklären in den Kommentaren, was genau war das? Soll das so sein? Und... War das jetzt gut? Bin mir noch unsicher tatsächlich. Ich habe das mir versprochene Uran jetzt noch nicht so richtig entdeckt. Oh Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Wuhu! Uran! Boom! Jawohl! Jawohl! Grünes Gold! Grünes Gold! Hoppala. Ja, die Stimme, wenn sie halt ein Bit macht. Okay. Ich nehme mal an, das wird ein einmaliger Effekt sein, wenn du so eine Rakete in den Himmel jagst. Will ich jetzt mal vermuten. Wir brauchen dann auf jeden Fall Iridium, um weitere Iridiumstäbe herstellen zu können für die Dingens. Ja gut, aber jetzt liegt es da unten. Da unten sammelt sie Wasser und... So, ist wieder safe? Kann ich wieder rausgehen? Frag für einen Freund. So, wir schauen mal, ob wir Uran finden. Solange es hier ist. Na gut, also das Projekt Rakete hat mal grundsätzlich funktioniert. Es liefert uns auf jeden Fall Uran. Es sind ja einige eingeschlagen, ne? So ist es ja. Grundsätzlich nicht. Was ist das für ein Megaklumpen?
Der leuchtet schön grün, aber ich kann ihn nicht abbauen. Schade. Tatsächlich schade, weil der sieht so aus, wie wenn er echt viel Uran enthalten würde. Das Jetpack, finde ich, fliegt ein bisschen komisch. Gut, vielleicht wird es dann noch besser mit der nächsten Stufe oder so, ich weiß es nicht. Es sind halt einige Meteoriten eingeschlagen, die Frage ist halt wo. Damit wir halt so viel wie möglich davon auch einsammeln, weil wie gesagt, das ist ja doch nicht ganz kostengünstig, so eine Rakete in den Weltraum zu schießen. Aha, das ist wieder der Kern wohl. Den wir wohl nicht abbauen können. Okay, hier steht halt schon richtig gut Wasser, gell? Ei. Flieg ein bisschen höher, Jetpack. Flieg höher, du schaffst es. Also richtig in die Höhe kommst du mit dem Ding halt nicht. Ist es eher zum Schweben über den Boden gedacht, oder was? Ist ja mehr Hoverboard als wie ein Jetpack eigentlich. Das war's mit dem Uran. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Stück. Oh shit. Das war aber nicht die Welt. Das ist jetzt nicht die Welt. Mir echt ein bisschen mehr erhofft. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Weil es sind ja doch einige Asteroiden, Meteoriten, was auch immer, eingeschlagen. So, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ist nur bei uns in den Bereich eingeschlagen, was ja auch völlig okay ist. Ach, jetzt habe ich nur immer bei meiner Base die Dinge da aufgestellt. Vergesse es jedes Mal aufs Neue. Ihr erinnert es mir auch nicht dran. Gut, Iridium haben wir auch hier. Da können wir dann nachher reingehen, Iridium sammeln. Das können wir ja machen. Das Iridium sollte nicht das riesige Problem sein. Noch nicht. Okay, also ich sehe schon, das Jetpack sorgt eigentlich nur dafür, dass ich mich über die Oberfläche bewegen kann. Aber ich kann jetzt nicht quasi fliegen wie ein Vogel. Habe ich verstanden. Nehme ich zur Kenntnis. Ups. Oh, ich würde es da dran bauen. Meine Güte, dieses Baumenü, ich sag's euch. Ist das jetzt verlinkt oder nicht? Ja.
Gut, okay. Wasser sammelt sie. Juhu. Bauplan T5 für den Rucksack. Schön. Schön, schön. Haben wir hier Post? Den werden wir sich auch gleich anschauen. Mein Jetpack feiert ich auf jeden Fall schon mal sehr. Das finde ich gut. So. Hydrationsniveau niedrig. Ja, gut. Ist gut. Ah, wieder voll. Ich fühle ja, glaube ich, wäre gescheiter, wir würden mehr Kürbisse als wie Auberginen haben, weil die Kürbisse bringen halt einfach mehr. Erze. Achso, warte mal, aus den vielen Uran kann ich ja mal auf jeden Fall einen Uranstab machen. Das ist ja mal definitiv nicht verkehrt. Dann haben wir ja immer noch ein bisschen Uran, um eins zu haben für den Fall der Fälle. Das ist auch noch Tech-Zeug hier. Dann schauen wir uns den Rucksack T5 an. Dreimal Superlegierung, einmal Titan. Passt, Mama. Haben wir gerade noch. Haben wir gerade noch so. Und schon ist wieder alles weg, was wir so angehäuft haben. Aber hey, das zahlt sich halt aus, gell? Das zahlt sich aus, definitiv. Gut, dann würde ich, pass auf, bei den Pflanzen haben wir da bestimmt noch, was haben wir denn da noch? Die brauchen wir nicht. Die Bohnen, die könnte man mal schauen, die Bohnen sammeln, wie viel die bringen. Und einmal Kürbis anstatt den Auberginen, haben wir gesagt. Und dann haben wir immer nur so viel zum Bauen. Wir kommen nicht weiter. So, die nehmen wir raus. Hier machen wir die Bohnen rein. Die nehmen wir raus. Und hier machen wir Kürbis rein. Bin ich gespannt. So. Und zwar, erstens einmal will ich jetzt schauen. Hier haben wir auch noch Iridium, schau ihn an. Was ihr nicht alles nur findet. Und zwar würde ich jetzt gerne mal schauen, was denn die nächsten Dinge sind, was wir freischalten. Den Erzextraktor haben wir ja. Der Kernreaktor ist das eins der nächsten Teile. Da haben wir aber echt nur Zeit bis dahin. Der Algengenerator. Gut, der ist gar nicht mehr so weit weg. Wobei die Wärme geht noch ganz langsam voran. Da müsste ich halt echt einmal mehr machen. Aber gut, Unterwasseralgen, dazu brauche ich mal erstmal Wasser. Ne? Heizungsstufe T4. Da ist auch noch einiges an Luft. Und beim Terraforming haben wir dann, also es geht dann schon alles Richtung See. Seewassersammler und da und dort und pipapo und bla bla bla. Oh, was ist denn hier? Oh, oh, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Biomasse. Och, oh, ah, hm, Biolabor. Mhm. Okay, oh, ich verstehe. Bienenstock, Schmetterlingskuppel. Alter, ich werd verrückt. Ich flipp hier noch aus mit dem Spiel. Wie geil darf es werden? Schmetterlingsfarm. Yay! Okay, ich bin begeistert. Alter, wie gut wird es denn noch? Insekten. Hochwertiges Essen. Alter, ich flippe hier völlig aus. Tiere. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, wir brauchen unbedingt. Wir brauchen unbedingt das Biolabor und das Biodom. Ganz wichtig. Zweimal Osten. Scheiße, ich habe keine Superlegierung mehr. Fuck. Und gleich nochmal. Ich brauche sechsmal Superlegierung. Ah, no! Okay.
Wir brauchen. Scheiße, wir haben. Oh nein, wir haben wieder zu wenig Alu. Wir haben wieder zu wenig Alu. So viel steht schon mal fest. So, wir brauchen auf jeden Fall dreimal Eisen und dreimal Silizium. Ne, warte mal, Silizium haben wir doch hier. Aber Eisen brauchen wir nur drei Stück. Shit. Wir müssen sie schon wieder auf die Suche nach Alu machen. Ob wir wollen oder nicht. Weil das ist nämlich jetzt aus. So sieht's aus im Schneckenhaus. Kann ich jetzt theoretisch eins von den zwei Dingen bauen? Hier brauche ich zweimal Osmium und dann brauche ich die Alu, die ich nicht mehr habe. Und hier auch. Gut, also nicht. Also, unsere Mission heißt dann definitiv, wir brauchen schon wieder Alu. Das ist bitter. Ja, es ist halt einfach keins mehr da. Zur Sauerstoffflasche wäre vielleicht auch eine Übel, nur zum Mitnehmen. Auch wenn wir sie eh überall diese Punkte gesetzt haben, aber hey. Schadet halt auch nicht. Zweimal Nahrung ist allerdings übertrieben. So. Oh, das Jetpack feiere ich, gell? Vor den Seen habe ich tatsächlich Angst, ich sag's ganz ehrlich, weil ich absolut keine Idee nicht habe und überhaupt keinen Plan habe, wie hoch die, wie groß die werden. Aber ich denke, das muss ja irgendwie Land überbleiben. Das kann ja nicht alles nur mehr reine Seestadt dann werden und neue Landmassen werden sie jetzt nicht bilden. Von daher denke ich mir halt, naja, gut, was soll's. Das werden hoffentlich nicht riesige Meeressummen hier werden. Ich schaue nur kurz in der Höhle hier, ob es hier zufällig Alu gibt. Das wäre schön. Aber außer einem Haufen Iridium, das ich natürlich auch mitnehmen kann. So ist es ja nicht. Jetzt los. Zumindest 4-5 Stück, sage ich jetzt einmal. Da ist Alu. Da ist auch Alu. Na, immerhin. Immerhin. Drei Stück haben wir wieder. Das heißt, dreimal Superlegierung und dann bräuchten wir aber halt noch Minimum zwei Stück, da ist noch eins, um halt auch die Dinge dann herstellen zu können. Da ist eine Truhe, da ist auch Alu drin und Superlegierung und überhaupt und sowieso und alles. Ja, ja. I loving it. Eisen? So, dann arbeiten wir uns wieder Richtung Höhlen. Eingang. Wir haben zumindest genügend Alu für diese zwei Projekte, die wir machen wollen. Was wir nicht haben, glaube ich, ist jetzt wieder nur ein Alu für die Dinge, oder? Weil ich habe diese depperte Leuchte immer noch nicht gemacht. Das ist Leuchtfeuer. Natürlich brauche ich dafür auch Alu. Mann! Und wie viel Alu habe ich einstecken? 2, 4, 5. Genau so viel, dass ich gerade dieses Biolabor und das Biodom machen kann. Ja, moin. Gut. Ach so, wobei, nee, geht sie aus, weil
Ha, wir haben einmal Superlegierung gefunden. Perfekt. Perfekt. Und all das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Bis denne.